Come on, jump in and get inspired. Skorpion. Pequeño alacrán. Bueno. Skorpion. No, noch eine. Das ist die Skorpionstraße. Und wo ist der? Da oben. Der andere ist hier. No. Centro Ruides et Wazi. Genial hier, oder? Das ist der Wahnsinn. Tanta historia y biología a la vez. Chido eso. ¿Ya habían venido a Calakmul? Todavía no. Queremos irnos. ¿Conoces? No he ido. ¿El área? Queremos ir a la selva grande allá. Qué bueno, Diplocentrus, aquí tenemos. Hier ist ein Diplocentrus, keine Ahnung, was für eine Art das ist. Riesenteil im Vergleich zu den Centroroides. Und Annette fotografiert ihn. An dem bin ich vorbeigelaufen. Mal gucken, ob ich näher komme. Um sie besser filmen zu können. Hier endlich eine gut sichtbare Vogelspinne. Hier haben wir jetzt ein Männchen von einer Traphosine. Keine Ahnung, was für eine Gattung das ist. Keine roten Abdominalhaare, wie man sieht. Und auch keine verdickten Tibien am vierten Beinpaar. Das heißt, es ist schon mal nicht Classicus namanai. Naja, schon mal cool. Heute Nacht regnet es. Das lieben Frösche, ganz besonders. Wir gehen trotzdem zu den Pyramiden. Ein großer Laubfrosch ist auf der Jagd auf dem Baum. Se comió una hormiga, lo verás. Bam. Agil erbeutet er Termiten. Sie schwärmen zu bestimmten Jahreszeiten in Massen aus, um sich zu paaren. Okay, weiter. Auch die Engmaulfrösche sind auf der Jagd. Geil. Welches?
Wir suchen jetzt nach dem Weg zu den Pyramiden. Und der Baum ist hier sehr vielversprechend auch. Schade. Ameisen ohne Ende. Hier eine mittelgroße Lykoside oder Ktenide, das sehe ich jetzt mal nicht. Nicht besonders groß, aber schön. Ups. Herrlich. Ja, die Bromelie sieht sehr gut aus, leider können wir da nicht reingucken. Aber hier am Stamm des Baumes jede Menge dieser kleinen Fröschchen. Diese Engmaulfrösche sind Nahrungsspezialisten. Sie jagen hauptsächlich Termiten und Ameisen. Seltener andere kleine Insekten. Und hier jede Menge Termiten. Dazu klettern sie auf die Stämme und warten, bis ihre Beute herunterkommt. Der ist wohl abgesprungen. Und hier noch eine Rarität, eine Nasenkröte. Wie die Engmaulfrösche verbringt auch diese Art die meiste Zeit ihres Lebens unterirdisch. Bei starken Regenfällen kommt sie zur Paarung und zum Fressen an die Erdoberfläche. Auch sie frisst hauptsächlich Termiten und Ameisen. Hier und da ein lautes Ziepen im Wald. Keine Ahnung von welchem Tier. Mit Stirnlampen schlendern wir durch die Schwärze des Waldes zwischen den Pyramiden. Die Insekten geben sich ein nächtliches Konzert. Die Regentropfen ploppen auf die Blätter. Wo sind wir jetzt? Also, wir sind jetzt hier, das bin ich. Jetzt gehe ich wieder raus hier. Da ist die Arena, da kann ich mich immer orientieren. Hier, glaube ich, geht es über die Treppen hoch, die da vorne sind. Und hier ist aber, hier müsste jetzt gleich der Tunnel hintergehen, der wahrscheinlich auf den Weg kommt. Der ist aber nicht eingezeichnet. Aber den probieren wir jetzt aus, den Tunnelweg. Ne? Ja klar. Dann schauen wir nämlich wieder Skorpione. Das heißt, wir orientieren uns hier anstatt mit GPS. Oder Google Maps oder was auch immer, Karten mit so ganz sophisticated Sachen wie mit Pokémon. Mitten im Dschungel quasi in einer archäologischen Zone, richtig? Das ist ja Wahnsinn. Ne? Ja, aber schau, du kannst hier. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Moment, ich mach's mal kleiner. Wenn ich das hier ein bisschen größer mache und mach den auf, dann sagt er mir, Bekan Pyramid. Geiler Scheiß. So, warte mal, ich. Das sind wir mal. Ja, zu irgendwas muss Pokémon da ja hinten sein. Haben wir noch einen. Welches ist das? Bekan Estructura 3. Nice. Ja, der kommt nicht ganz, weil ich so schlechtes Netz habe. Sonst würde ich das Bild auch haben. Ja, gut. Ja, jetzt, das ist die hier. Dann machen wir uns jetzt auf die Suche weiterhin. Der Regen hat nachgelassen. Die Luft ist mit Feuchtigkeit gesättigt. Die hohe Luftfeuchtigkeit und die vielen Regenfälle ermöglichen, dass Moose und andere kleine Pflanzen die Wände der Pyramiden überziehen. Thank you.
sind hier, oder? Annette findet den uns schon bekannten Engmaulfrosch zusammen mit einer Kröte. Wieder im Tunnel finden wir diesmal an der Decke eine große Geißelspinne, völlig harmlos, und einen Tausendfüßler. Eine riesige Schabe sitzt an der Decke. Das ist mein Kakerlake, oder? Zwei Heliconius-Tackfalter verbringen hier die Nacht. Ja, wo geht's jetzt schon wieder hin? Annette driftet immer wieder irgendwohin ab. In Horrorfilmen sterben solche Draufgänger meist. Noch eine große Agerkröte. Diesmal direkt vor der Pyramide. Das könnte eine sein. Eine Psalmopoeus. Da oben in der Baumhöhle. In diesem riesen Baum hier. Aber durch den Kontrast bin ich mir nicht sicher, was ich da sehe. Hier oben. Ich beschließe nachzuschauen. Beim Klettern muss ich aufpassen, nicht in einen Skorpion zu greifen. Leider war es nur eine optische Täuschung. Also keine Vogelspinne, nur ein Fleck. Ja, gut. Ein Tausendfüßler klettert mühelos eine Pyramidenwand herunter. Jetzt haben wir hier einen Waldweg gefunden, der von den Pyramiden nach innen führt. Und das scheint uns jetzt noch eine bessere Option zu sein, falls es so richtig schön in den Wald führt, tatsächlich. Das werde ich dann zeigen. Und da könnten tatsächlich Psalmopoeus erleben. Schauen wir mal, schon mal bei dem ersten dicken Baum hier. Das Wasser tropft von den Baumkronen. Um uns herum singen Insekten. Und bei seinem Nachbarn. Ich suche den Baum nach Tierchen ab. Vor allem aber
nach baumbewohnenden Vogelspinnen. Hier finde ich leider nichts. So, hier haben wir eine Wald- und Wildgabelung. Wir gehen nicht nach rechts, wir fahren links geradeaus. Und hier sind Blattschneiderameisen. Unterwegs. Jetzt schauen wir mal weiter. Das ist ja mal ein schickes Bäumchen. Schon verwunden und hoch. Hier der andere Stämmling. Ist noch dicker. Crazy. Aber wenn das wüsste, was da um die Ecke lugt. Wieder ein Eduazi-Weibchen. Schön, schön. Und Nephila. Hier. Mira esto. Aquí. La hembra. Das ist ein Ficus. Komm auf euer Ficus. Cotinifolia. Cotinifolia. Wahnsinn. Das ist ja mal krass. Bueno, esto. Ficus. Die Spinnen aus der Familie Hercyliidae haben besonders lange Spinnwarzen. Dieses Weibchen macht gerade einen Eierkokon am Baumstamm. Hier könnt ihr sehr schön sehen, wie die Spinnseide aus den Spinnwarzen austritt. Die Eier sind schon gelegt. Die Mutterspinne bringt jetzt noch eine schützende Schicht aus Spinnseide darüber an. So finden wir im Dschungel unseren Weg wieder zurück. Nämlich wir markieren den Weg hier mit einem reflektiven Tape, den man schon von Weitem sieht. Den kann man dann wieder mitnehmen und wieder verwenden. Sehr gute Sache. Und das ist der Weg, wo wir herkamen. Und im Prinzip kann ich auch diese Bändchen benutzen, um irgendwelche interessanten Stellen im Dschungel zu markieren, die ich vielleicht in der Nacht fotografieren will. Oder wenn ein Tier sich im Versteck versteckt hat und erstmal nicht rauskommt, dann packe ich da so ein Bändchen hin und komme dann halt 10, 20, 30 Minuten später wieder an diese Stelle, sehe sie von Weitem, da kann ich mich langsam annähern. Oft ist das Tier dann wieder aus seinem Versteck raus und lauert auf Beute, zum Beispiel bei Vogelspinnen oder was auch immer interessant sein könnte, kann man damit sehr gut markieren.
Und das Zeug kostet nicht viel, ist leicht und klein, kann man jederzeit mit sich haben und wieder mitnehmen. Auf jeden Fall, um halt das Ganze nicht zu verpesten, den ganzen Gewalt mit irgendwelchen Markierungsbändern. Eine Vogelspinne im Boden. Ich kitzle sie mit einem Stöckchen heraus. Dabei imitiere ich die Bewegungsvibrationen von Beutetieren. Das klappt hier gut. Ihr könnt sehen, wie sie ins Stöckchen beißt. Irgendwann hat sie aber genug und verschwindet wieder in ihrem Versteck. Jetzt geht unser kleines Abenteuer bei den Pyramiden und in den Wald um die Pyramiden drumherum zu Ende. Fürs Erste. Wir haben jetzt ungefähr 2 Uhr in der Nacht und leider haben wir diesmal im Wald keine Psalmopoeus gefunden. Wir haben das erwartet, aber nichts gefunden. Das ist ein kleiner Frosch. Sehr schön. Na egal, aber ich schweife ab. Keine gefunden, leider. Echt schade. Dafür war es saugeil, hier rumzulaufen. Die Stimmung ist herrlich nachts bei den Pyramiden. Wir haben jede Menge Frösche gefunden und auch 2 andere Vogelspinnenarten, nämlich Lithocatl vagans und ein paar juvenile oder sogar adulte von einer anderen Art, die wir noch gar nicht kennen. Ist total genial. Ja, und jede Menge Skorpione natürlich. Jawohl. Wie man hört, ist die Straße auch hier unweit. Das heißt, so richtig Dschungelstimmung kommt hier so halbwegs nur auf, weil man ja ständig von Lastern vor allem belästigt wird von dem Zaun. Nichtsdestotrotz ist es echt Hammer hier rumzulaufen. Aufpassen, dass hier nirgends eine Runterfliege ist, ziemlich eng das Ganze. Die beiden sind schon vorgelaufen. Und ich wette, ich als Nachtzügler werde noch irgendein total geniales Tier finden. Ja, vielleicht aber auch nicht, wer weiß das schon so genau. Die Pyramiden in Bekan haben wir jetzt erforscht. Aber die Maya-Welt hat noch viel, viel mehr zu bieten. Also seid beim nächsten Film auch wieder gerne dabei. Nee, nicht so toll. Der Wald wird immer dünner. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Und ey, auf diesen Gecko noch da, jawohl. Come on, jump in and get inspired. Also wir suchen hier weiter.